Gut, dann sage ich, legen wir mal los. Herzlich willkommen zum heutigen und mittlerweile vierten Lern-Digital-Impuls des Kompetenzverbund Lern Digital. Mein Name ist Christine Brabant. Ich arbeite beim Forum Bildung Digitalisierung und wir sind in der Transferstelle des Kompetenzverbund Lern Digital tätig und dort unter anderem in den Bereichen Wissenschaftskommunikation und Gestaltung von Transferformaten. Für alle, die heute das erste Mal bei unseren Lern-Digital-Impulsen dabei sind, mit unseren digitalen Veranstaltungsformaten wollen wir durch den Input von Expertinnen aus Wissenschaft und Schulpraxis Möglichkeiten für den lernwirksamen Einsatz digitaler Medien im Unterricht aufzeigen und damit Denkanstöße für die Umsetzung in der persönlichen Unterrichtspraxis in der Schule geben. Bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, noch kurz ein paar technische Hinweise. Zunächst einmal, das sollten Sie auch, glaube ich, alle schon mitbekommen haben, wird diese Veranstaltung aufgezeichnet und ist dann auch im Nachhinein noch abrufbar. Und wir freuen uns sehr über ganz viele Fragen an unsere heutigen Expertinnen, entweder dann im Chat oder gerne auch direkt per Wortmeldung. Und dafür dann bitte einfach diese Handzeichenfunktion nutzen, dann können wir sehen, dass Sie sich melden. Genau, damit würde ich jetzt aber auch erst nochmal bitten, zu warten bis zum Ende des Impulsvortrages, sodass wir dann einfach die Fragen im Anschluss stellen können. Und ja, ansonsten würde ich noch darum bitten, sich stumm zu schalten. Perfekt. Jetzt freue ich mich, unsere heutigen Gäste und Expertinnen vorstellen und begrüßen zu können. Hallo an Mandy Brose und Kevin Birkefeld. Schön, dass ihr beide da seid. Die beiden sind akademische MitarbeiterInnen im Projektverbund DigiPro SMK im Lern-Digital-Kompetenzzentrum Musik, Kunst, Sport. Mandy war vorher im Videoteam der Media Partisans tätig, einem Potsdamer Medienunternehmen. Kevin hat Lehramt an der Uni Potsdam studiert und war von 2021 bis 2023 auch Lehrkraft in der Sekundarstufe 1 und 2 für die Fächer Sport, Biologie und Naturwissenschaften ebenfalls in Potsdam. Innerhalb des Projektverbundes sind Mandy und Kevin für den Podcast Lernen Next Level verantwortlich, in dem sie vertiefende Einblicke in die Möglichkeiten der Integration von Game-Based Learning in den Unterricht geben. Jeden ersten Montag gibt es also eine neue Folge über spannende Ideen, um den Ansatz in den Unterricht zu integrieren. Also nochmal herzlich willkommen an euch beide. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Gut. Da wir auch nur 30 Minuten insgesamt haben, würde ich jetzt sozusagen auch erstmal wieder still werden und ja, übergebe das Wort an euch beide und freue mich auf den Impuls zum Einsatz von Game-Based Learning in der Schule. Dann hallo auch von mir. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Und ja, wir haben eine Präsentation für euch vorbereitet. Müsste gleich losgehen. Lege los, Moment. So, ich hoffe, die ist zu sehen. Das funktioniert. Okay, hervorragend. Also, wir wollen heute mit euch über Videospiele im Unterricht sprechen und darüber, ob das Ganze zusammenpasst. Also, zu uns denke ich, wir müssen gar nicht mehr so viel sagen. Wir wurden ja schon hervorragend vorgestellt. Also, wir sind Mandy Brose und Kevin Birkefeld und arbeiten beide zusammen an der Professur für schulbezogene Medienbildung in Potsdam. Und ja, ihr habt bereits gehört, wir haben zusammen einen Podcast, der nennt sich Lern Next Level. Und in dem geht es genau um das Thema, über das wir heute mit euch sprechen wollen. Heute wird es allerdings, da es ja nur ein Impulsvortrag ist, sehr allgemein werden zu dem Thema. Und wenn ihr Lust habt, etwas tiefer in das Thema einzutauchen, dann legen wir euch an das Herz, gerne mal in unseren Podcast reinzuschauen. Ihr habt schon gehört, jeden ersten Montag im Monat kommt eine Folge bei uns online. Die ist so etwa 20 bis 30 Minuten lang und wird einerseits auf der Website unserer Professur veröffentlicht, aber auch auf gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Google Podcast oder Amazon Music. Und ja, wir haben immer viele Experten und Expertinnen aus der Forschung, Praxis und Entwicklung. Zum Beispiel hatten wir diesen Monat Matthias Oborski vom Computerspielmuseum da und haben mit ihnen über Vorteile und Potenziale von Game-Based Learning gesprochen. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Wir hatten schon einige andere Gäste bei uns im Studio, die dann in den nächsten Themen auftreten werden. Und vielleicht schon mal als kleiner Einblick. Beim nächsten Mal geht es um Serious Games, wieder mit einem Experten. Und wir geben euch grundlegend viele theoretische Aspekte natürlich, aber auch Tipps, Praxisbeispiele.
und vor allen Dingen Denkanstöße, wie man halt Game-Based Learning im Unterricht einsetzen kann und welche Möglichkeiten man dabei hat. So. Mandy, von meiner Seite aus auch hallo in die Runde. Ich freue mich sehr. Wir steigen am besten mal ein, und zwar könnte man sich bei dem Thema Game-Based Learning, also videospielbasiertes Lernen, ja zuallererst mal fragen, warum ist das relevant? Das ist wahrscheinlich jetzt euch allen, die hier sind, schon klar, denn sonst hättet ihr euch nicht eingeloggt, aber vielleicht trotzdem zum Einstieg kurz. Digitale Spiele haben einen bedeutenden Platz für Jugendliche, für die Schülerinnen und Schüler. Wir wissen aus Studien und Erhebungen ziemlich genau, dass die Jugendlichen sehr viel täglich, mehrmals die Woche Videospiele konsumieren, aktiv Videospiele spielen. Und sie sind also nicht nur ein gängiges Kulturgut heutzutage, sie sind nicht nur ein sehr erfolgreiches Medium, sondern tatsächlich auch gehören zum Alltag und zur Lebenswelt von Jugendlichen dazu. Und das ist natürlich total super für uns und den Unterricht und für die Idee, Videospiele in den Unterricht zu integrieren, weil damit holen wir die Lebenswelt und den Alltag von den Schülerinnen und Schülern in den Unterricht. Das schafft natürlich Interesse. Man kann schon davon ausgehen, dass ein großes Interesse für viele Schülerinnen und Schüler da ist. Und wir haben natürlich, es gibt eine Bandbreite an Videospielen, es gibt eine Bandbreite an Themen, die dort vorgestellt, die dort angerissen werden. Und somit ist die Bandbreite an Ausgangspunkten für unseren Unterricht natürlich auch entsprechend groß. Wir haben also eine riesige Themenvielfalt, viele Fachinhalte, die wir hier aufgreifen können. Und wenn das sozusagen nicht reicht, dann kann man auch sagen, dass wir im Rahmenlehrplan dazu etwas zu stehen zu haben. Wir sind jetzt von der Universität Potsdam. Das heißt, wenn man in den Rahmenlehrplan von Berlin und Brandenburg reinschaut, dann hat man da ganz klare Bezüge. Teil B, digitale Medien sollen eine Rolle spielen und damit auch Videospiele, die werden hier konkret genannt. Und insofern kann man, wenn man sich aus dem Fenster lehnen will, sogar sagen, Videospiele müssen in Anführungszeichen zum Unterricht dazugehören oder hier eine Rolle spielen. Was sind die Vorteile von Videospielen im Unterricht? Also ganz klar hatten wir jetzt gerade schon als Thema, wir haben eine höhere Lebensweltorientierung. Der Unterricht wird durch die Methode Game-Based Learning Schülerinnen und Schüler zentrierter. Game-Based Learning ist auch ein niedrigschwelliger Ansatz. Das bedeutet, durch die Bandbreite an Themen haben wir auch gute Möglichkeiten, immer wieder einen Anknüpfungspunkt an den Unterricht zu finden, Einstiege über Videospiele in verschiedenste Fachinhalte in die verschiedenen Unterrichtsfächer sind ziemlich einfach möglich. Und Videospiele gelten als interaktives Medium. Das heißt, anders als bei Filmen oder Büchern vergleichsweise, kann mit dem Medium interagiert werden. Ich gebe Befehle, ich verändere die Story, ich verändere, was vor mir passiert. Und Videospiele sind auch immersiv. Das heißt, ein Eintauchen ist möglich. Und das ist sehr gut. Wir wissen, dass das sehr gut ist aus der Forschung. Dadurch, dass die Videospiele interaktiv sind, ermöglichen sie einen individuelleren Ansatz. Das heißt, hier sind verschiedene Geschwindigkeiten möglich, hier sind verschiedene Wege möglich, ich habe Wahlmöglichkeiten, das ist auch super. Und es ist natürlich eine Ergänzung unserer Methodenvielfalt. Es wird sicherlich Schülerinnen und Schüler geben, die bestimmte Fachinhalte über den Ansatz Game-Based Learning besser verstehen, die damit besser lernen können. Und es gibt Schülerinnen und Schüler, die ja Expertinnen und Experten auf dem Gebiet sind. Und das ist natürlich ein toller Ansatz für den Unterricht, weil wir hier Schülerinnen und Schüler als Expertinnen und Experten einsetzen können. Teamarbeit ist möglich, also wir können hier in der Organisationsform sehr, sehr gut variieren und auch gegenseitige Unterstützung. Sowas sind Dinge, die möglich sind. Jetzt sind wir uns alle einig, dass das ziemlich vielversprechend und interessant klingt. Und deswegen müsste man sich als nächstes also die Frage stellen, wie setze ich das Ganze für meinen Unterricht um? Und
Dadurch, dass die Bandbreite an möglichen Spielinhalten riesig ist, ist der Kreativität da im Grunde genommen keine Grenze gesetzt. Aber grundsätzlich kann man zwei Optionen unterscheiden. Wir können entweder Spiele ganz aktiv in den Unterricht integrieren, indem sie gespielt werden von den Schülerinnen und Schülern oder gemeinsam mit der Lehrkraft in verschiedensten Organisationsformen. Und hier kann ich in der Auswahl der Spiele noch variieren. Wir haben entweder Unterhaltungsspiele, also Spiele, die eigentlich nicht für den Unterricht gedacht sind, aber tolle Bezüge zum Unterricht aufweisen und deswegen sich super aufgreifen lassen, so wie man das sicherlich von Filmen beispielsweise auch kennt. Gleichzeitig gibt es aber mittlerweile einen großen Zweig an Serious Games-Herstellern, die richtige Lernspiele entwickeln oder Spiele, die für den Unterricht konzipiert sind und Unterrichtsthemen ganz, ganz direkt aufgreifen. Und als weitere Möglichkeit, sozusagen, wenn man so will, eine andere Stufe ist, dass wir videospielbezogene Unterrichtsthemen machen. Also, dass wir keine Videospiele aktiv spielen, aber es als Thema aufgreifen. Also als Beispiel im Musikunterricht die Videospielmusik thematisieren, dass wir im Kunstunterricht die Gestaltung der Atmosphäre, die Gestaltung der Spielwelten thematisieren, dass wir die Natur in Videospielen thematisieren und, und. Da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Natürlich können wir auch kritisch mit dem Medium umgehen, das thematisieren, über das Medium reflektieren. Also das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und noch konkreter wird Mandy jetzt im Anschluss. Wir haben euch natürlich auch noch ein paar Beispiele mit rausgesucht. Einmal zum Thema Lernen mit Videospielen, wo es halt wirklich darum geht, dass halt einzelne Dinge einfach von dem Spiel vermittelt werden, das Spiel aber darüber hinaus keinen wirklichen anderen Zweck hat und auch eigentlich keinen anderen Inhalt in dem Sinne. Wir haben zum Beispiel Spiele, die für Kinder entwickelt wurden, wo halt grundlegende Sachen beigebracht werden, wie Rechnen. Das wäre das Spiel hier links zu sehen. Das ist Spaß-Rechnen-Spiel. Dann gibt es aber auch ein Schreibspiel. Das ist das in der Mitte. Das nennt sich Letraket. Da geht es dann darum, Schreibschrift zu lernen. Und es gibt auch viele Logikspiele, wo man schauen muss, wie man Sachen kombinieren kann, wie zum Beispiel Dotlink hier auf der rechten Seite. Und das sind wirklich alles sehr reduzierte Spiele hier bei unserem Auswahl, halt auch für eine sehr junge Zielgruppe geeignet. So, und dann, Kevin hat schon einiges dazu erwähnt, haben wir halt auch die Möglichkeit, direkt von den Spielen zu lernen, beziehungsweise von deren Inhalten. Wie eben schon gehört, es gibt Lernspiele beziehungsweise Serious Games, die wirklich komplett dafür konzipiert wurden, dass man von den Inhalten lernen kann. Wir haben euch hier zwei Beispiele rausgesucht. Und zwar haben wir da einmal Through the Darkest of Times, wo es um eine zivile Gruppe des Widerstandes geht zu Zeiten des Nationalsozialismus. Und wir haben noch einmal hier aufgeführt das Spiel Friedrich Ebert, wo es quasi darum geht, zwischen Aufgaben zu koordinieren und einfach Aufgaben abzuarbeiten, ganz grob gesagt, die halt so im Alltag von Friedrich Ebert halt angefallen sind. Und wir haben halt die Möglichkeit, auch von Unterhaltungsspielen zu lernen. Denn es müssen quasi nicht unbedingt Lernspiele sein, denn wenn man es genau nimmt, man kann quasi von jedem Spiel immer irgendwas lernen. Und als Unterhaltungsspiel haben wir uns hier rausgesucht, Life is Strange. Da gibt es viele Aspekte, die man thematisieren könnte, die man behandeln könnte. Zum Beispiel den Aspekt Mental Health. Es geht viel um Gesundheit, um Soziales, um Wirtschaft, aber auch für Heranwachsende wichtig. Es geht um eine Berufs- und Studienorientierung. Und man kann natürlich halt auch sagen, dass man quasi von jedem Unterhaltungsspiel auch einfach sprachlich viel mitnehmen kann, wenn man sich beispielsweise dafür entscheidet, das Spiel auf einer anderen Sprache wie beispielsweise auf Englisch zu spielen. Und dann haben wir auf der nächsten Folie noch eine Übersicht zum Thema Gaming-Elemente. Da hatte Kevin auch schon einiges genannt. Man kann sich zum Beispiel einfach damit auseinandersetzen, wie Tiere integriert sind in Videospielen. Zum Beispiel hier links zu sehen bei dem Spiel The Stray. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich mit Musik auseinanderzusetzen. Es gibt auch Spiele wie aus der Super Mario-Reihe, wo man auch wirklich Musik schaffen kann, die für das Spiel halt genutzt werden kann, wo man Sounds erstellen kann. Oder es gibt Spiele, da kann man die Perspektive
analysieren oder die Narration in Videospielen. Zum Beispiel hier rechts aufgeführt das Stanley Parable, wo man quasi einen Erzähler hat, der durch das Spiel durchleitet und wo man gucken kann, hält man sich an den Erzähler oder weicht man davon ab, um zu schauen, wie einfach die Narration aufgebaut ist. Ja, dann. Also, prinzipiell, das sind alles gute Möglichkeiten, wie Lehrkräfte das nutzen können. Und die eine oder andere Lehrkraft denkt jetzt vielleicht, okay, es könnte interessant sein, aber wo finde ich denn passende Videospiele, die ich in meinem Unterricht nehmen kann? Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Einerseits, es gibt viele Datenbanken, in diesen sind die Videospiele nach Themen sortiert und die sind quasi halt auch nur eine Google-Suchanfrage entfernt. Also einfach eine banale Anfrage wie Games im Unterricht, man findet gute Ergebnisse dabei oder man kann natürlich auch die Community der Lehrkräfte nutzen. Einerseits im Internet natürlich kann man schauen, die sind super hilfreich, die sind hilfsbereit, hört euch da gerne um oder halt auch gerne im eigenen Bekanntenkreis mit anderen Lehrkräften. Und Kevin hat auch vorhin genannt, Schüler und Schülerinnen sind meist die besten Experten, wenn es um Games geht, weil es einfach aus ihrer Lebenswelt kommt. Deswegen ist es auch naheliegend, sich einfach wirklich mit den Schülern selbst zu unterhalten. Die kennen viele Spiele, die haben vielleicht gute Vorschläge, welche Themen zu welchem Unterrichtsfach gut passen und womit man sich mal beschäftigen könnte. So, wichtig für uns ist aber, dass wir wirklich nicht vermitteln wollen, dass Game-Based Learning jetzt das Allheilmittel ist, sondern dass es quasi als eine Ergänzung zu verstehen ist. Also es gibt Leute, die sind davon überzeugt, dass Videospiele in den Unterricht gehören und dass sie viele Vorteile bieten. Andere Personen stehen den Sachen kritischer gegenüber. Das ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Aber wichtig ist halt einfach, dass die Anzahl der Lehrkräfte, die halt selbst in Kontakt mit Videospielen kommen oder eben beim Aufwachsen kam, immer größer wird und dass damit vermutlich halt auch die Zahl der Lehrkräfte, die sich grundsätzlich vorstellen können, das Medium im Unterricht auszuprobieren oder effektiv wirklich in die Tat umzusetzen, auch immer weiter steigt. Auf der anderen Seite muss man natürlich halt auch sagen, dass, wie Kevin schon erwähnt hat, nicht jeder Schüler, nicht jede Schülerin wird davon total begeistert sein, aber es geht nicht darum. Es gibt immer viele verschiedene Methoden für den Unterricht und es ist bei jeder Methode so, dass einige manchen Schülern gefallen, andere mögen das eben nicht so, aber das gehört dazu bei jeder Methode. Und so ist es halt auch bei Videospielen. Manche werden damit mehr anfangen können, manche werden damit besser lernen können, andere vielleicht sogar weniger. Und der Einsatz von Videospielen ist damit halt als weitere Ergänzung für den Unterricht zu sehen, als ein zusätzliches Werkzeug im Repertoire der Lehrkräfte. Und es hilft quasi dabei, den Unterricht noch vielfältiger zu gestalten. Und ja, damit beschäftigen wir uns, wie ihr auch schon gehört habt, auch in unserem Podcast damit. Und wir und alle Gesprächspartner, die wir bisher hatten, waren sich dabei einig, dass man es mal probieren sollte, Videospiele im Unterricht einzusetzen. Es sollte man unbedingt mal ausprobieren. Man sollte offen sein. Man sollte schauen, ob es vielleicht was für einen ist, was geeignet ist. Und darum soll es quasi halt auch gehen. Vorher haben wir noch eine Zusammenfassung mit reingefasst, aber zum Glück war der Impuls ganz prägnant und kurzweilig. Insofern habe ich hier nochmal unsere Take-Home-Message, wenn man so will, die ich euch mit reingebe, die könnt ihr euch durchlesen. Darauf kommt es sozusagen an. Das soll hängen bleiben und deswegen, wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Soweit ich informiert bin, gibt es noch eine Fragerunde und ich glaube, da kommen die spannenderen Impulse aus Seiten der Zuschauerinnen und Zuschauer, oder? Genau, dann vielen, vielen lieben Dank an euch beide erst einmal bis hierher. Und genau, du hast es schon gesagt, Kevin, wir öffnen gerne den Raum für Fragen. Wie gesagt, gerne per Chat oder über die Meldefunktion und so, dass sie dann auch einfach selbst zu Wort kommen können. Wenn das noch nicht der Fall ist, habe ich aber noch ein paar Fragen. Und ja, würde gerne mal wissen, was eurer Meinung nach sozusagen die Eigenschaften sind, die ein gutes Lernspiel mitbringen sollte.
Das ist immer schwierig. Jetzt, Mandy, möchtest du denn? Wie machen wir es? Ich kann gerne anfangen und du Ja. ergänzt. Also, Cool. wichtig natürlich bei einem Lernspiel ist, dass es halt unbedingt beide Aspekte verbinden muss. Es muss Lernen drin haben, aber es muss auch Spielen drin haben, weil sonst ist es halt letztendlich kein Lernspiel in dem Sinne. Deswegen muss halt wirklich darauf geachtet werden, dass halt nicht zu viel vermittelt wird und dass es wirklich immer noch einen spielerischen Charakter da hat, damit man halt auch was Motivierendes hat halt für die Schüler. Und damit es nicht halt einfach nur so, naja, vorgeschoben ist mit, hey, man hat halt ein Lernspiel, aber es ist kein Spiel. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass dieser spielerische Charakter auch beibehalten wird und damit es motivierend ist, halt auch, dass das Spiel natürlich in gewisser Weise auch Spaß machen soll. Denn mit Spaß lernt es sich theoretisch immer am einfachsten. Und da sind sich im Grunde genommen die Serious Games Entwickler, die wir so da hatten, bisher alle einig. Also die sagen, am Ende des Tages soll es Spaß machen und das Lernen kommt über die Hintertür. Ja, super. Vielen Dank. Ich frage noch mal in den Raum der Teilnehmenden, ob Ja. es dort Fragen gibt. Da ist scheinbar vieles klar, sodass man direkt loslegen kann. Daher noch die Frage, ihr hattet gesagt, wo man Spiele gut finden könnte, sind unter anderem Datenbanken. Gibt es dort welche, die ihr aber irgendwie gezielt empfehlen würdet, wo man sozusagen sich sicher ist, dass man dort passende Spiele für den Einsatz in der Schule findet? Ja, das haben wir später auch noch aufgeführt. Also ich glaube, dass ihr stellt ja noch was frei und teilt etwas, aber die Datenbank, die ich total gut finde, ist Games minus im Unterricht, weil die auch eine Schlagwortsuche hat. Also ich kann hier mir alle Videospiele angucken, die dort drin sind. Ich kann aber auch nach bestimmten Fächern filtern, was total hilfreich ist und einfach sehr schnell einen guten Überblick bringt. Und ich kann auch nach Schlagworten mir das Ganze sortieren. Und wenn ich dann ein Spiel habe, was mich interessiert, dann gibt es dazu ja sehr eine sehr gute Übersicht, kostet das Spiel etwas, für welche Jahrgangsstufe könnte das etwas sein und sollten von anderen Nutzerinnen und Nutzern Konzepte, Unterrichtskonzepte eingereicht worden sein, dann sind die dort auch verlinkt. Nicht bei allen, aber wenn vorhanden, sind die da und das finde ich ist sehr nutzerinnenfreundlich. Da Super. würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen, gerade wenn man sozusagen jetzt sagt, ich finde es nett und toll, aber so richtig habe ich keinen Überblick, was es für mein Fach gibt oder sich da einfach inspirieren zu lassen, das ist eine gute Anlaufstelle. Ja, Inspiration und den Überblick. Super, vielen Dank für den Hinweis. Wir haben auch eine Frage im Chat. Und zwar fragt Stefanie Lenzer, wie bettet man Spiele am besten in den Unterricht ein? Muss man die Inhalte vor- und nachbereiten und welche Erfahrungen habt ihr dazu? Gerade du, Kevin, ja als Lehrkraft. Ja, Kevin, die Antwortperson. was natürlich trotzdem nur eine anekdotische Evidenz dann hat, aber ja, also erfahrungsgemäß hat man da einige Möglichkeiten. Wir hatten auch einen Dozenten da, der hat auf Ebene der Hochschule Videospiele gespielt. Und es ist natürlich eine schwierige Frage, weil das natürlich von den Rahmenbedingungen abhängt. Aber da das eine doofe Antwort ist und nicht wirklich weiterbringt, würde ich sagen, dass man das einfach mal ausprobieren könnte. Ich hatte ein Projekt an der Schule und habe im Zuge von Projekttagen dort zu Natur und Videospielen etwas gemacht und hatte aus einem Gespräch mit jemandem gehört, dass es die Möglichkeit gibt, auch einfach mal über einen demonstrierenden Ansatz mit Schülerinnen und Schülern zu spielen. Also sozusagen wie ein kleines Live-Let's Play. Dass ein Schüler, eine Schülerin spielt, man sich abwechselt und man demokratisch über Entscheidungen, demokratisch Entscheidungen trifft, über Wahlen
und so ein Spiel spielt, gemeinsam Dinge bespricht. Das geht natürlich, das ist ein ganz niedrigschwelliger Ansatz, weil man im Grunde genommen ja nur einen Bildschirm braucht, einen großen, auf den alle gucken können und eine Konsole beziehungsweise einen Computer. Ich war dem ein bisschen, ich hatte Vorbehalte, aber hätte nicht gedacht, dass es doch so gut funktioniert, weil alle recht gebannt dabei sind, mitdenken, sich daran erfreuen, Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Und derjenige oder diejenige, die vorne spielt, hat vielleicht sogar den größten Spaß. Und ansonsten ist es so. Ich habe gerade auf den Chat geguckt, genau. Und ansonsten ist es so, natürlich muss man die Sachen vor- und nachbereiten. Das wäre schon gut. Natürlich ist es immer am besten, wenn man dazu Begleitmaterial erstellt, das Aufgaben geleitet macht. Ich denke, das ist am besten, aber ist natürlich auch kein Muss. Und ein kleines Missverständnis, was natürlich auch häufig auftritt, ist, dass man ganze Unterrichtseinheiten oder sogar ganze Unterrichtssequenzen dann mit Videospielen machen muss. Also Game-Based Learning bedeutet das nicht unbedingt. Also wir können natürlich auch einfach nur über den Unterrichtseinstieg etwas über ein Videospiel machen, den Unterrichtseinstieg über ein Videospiel organisieren. Oder einzelne Unterrichtsstunden oder ja, vergleichbar. Mit dem Filme schauen zum Abschluss einer Sequenz, kann man das genauso gut mit einem Videospiel machen. Also es geht auch ohne Begleitmaterial. Das will ich vielleicht an der Stelle noch sagen, das ist wichtig. Ah, vielen Dank. Es sind auch in der Zwischenzeit noch im Chat weitere Datenbanken geteilt worden, wo man auch noch nach Spielen schauen kann. Also auch da gerne noch mal einen Blick reinwerfen. Und Perfekt, vielen Dank. ja, genau. Und dann würde ich noch eine Frage stellen, die auch noch im Chat jetzt kam. Könnt ihr oder kennt ihr Spiele zu eher so Querschnittsthemen wie Migration, Klimawandel, Weltoffenheit? Genau, ob ihr da vielleicht noch irgendwie eine Empfehlung hättet. Ja, da kann man natürlich super viele Spiele nennen. Wir werden auch in unserem Podcast sicher noch einzelne Spiele genau anbringen, aber vielleicht zum Thema Klimawandel. Terra Nil ist ein sehr bekanntes Spiel, wo es halt um den Klimawandel geht, wo es halt darum geht, dass halt ein Ökosystem kollabiert und der Boden halt trocken und unfruchtbar ist. Es gibt einige Spiele zum Thema Umwelt und einfach Sauberkeit der Umwelt, wie mir ein Nordmeerforscher mitunter einfällt, was halt auch ausgezeichnet wurde. Also da gibt es sehr, sehr viele Spiele. Ich könnte hier sehr, sehr viele an dieser Stelle einfach aufzählen, muss ich sagen. Im Bereich Demokratiebildung haben wir auch viele Spiele, die mir jetzt akut einfallen würden. Es gibt, glaube ich, im Auftrag gegeben vom Landesministerium, ich glaube NRW, bin mir aber nicht ganz sicher, das Spiel Leons Identität. Das ist eine fiktive Geschichte zur identitären Bewegung. Get the Bad News haben wir noch. Das sind so Sachen, da könnte man Demokratiebildung auf jeden Fall mit einbringen. Ich finde ganz toll und nicht nur für den Geschichtsunterricht unbedingt jetzt muss, sondern auch für andere Fächer ist das vorhin angesprochene Through the Darkest of Times. Einfach weil man dort historische Ereignisse nachempfinden kann. Das muss aber, wie gesagt, nicht aus der Perspektive der Geschichte sein, sondern, wie gesagt, eher aus dem fachübergreifenden Aspekt der Demokratiebildung. Finde ich auch sehr, sehr gut. Cool. Ich darf ich mich ganz kurz einschalten. Entschuldigung, ich hatte die Frage Ja. gestellt. Hallo, hier ist Maria. Dankeschön. Hallo. Falls ihr noch einen Podcast plant, so in Querschnittsthemenbildung für nachhaltige Entwicklung oder so, würde ich mich total freuen, weil ich glaube, das sozusagen als großes pädagogisches Konzept und ich sag mal Themenfeld bietet, glaube ich, gerade durch die Offenheit für Formate eine gute Chance, eben auch Game-Based sagen, Learning mit einzubringen und das auch gerade in Schule mit einem Querschnittsthema zu verbinden Ja. und vielleicht einfach dann die Lehrkräfte anzusprechen, die offen dafür sind, wäre ich total interessiert. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Maria. Tolle Inspiration. Nehmen wir mit auf, gerne.
Super. Dann vielen Dank für die Fragen, die jetzt noch kamen, und vor allem auch wirklich nochmal vielen Dank für die vielen, ja, wie gesagt, Datenbanken, die jetzt hier im Chat geteilt werden. Ich sehe jetzt noch eine Frage, dann nehmen wir die jetzt nochmal als letzte Frage. Die kam gerade noch. Gibt es Erfahrungen, wie man eigene ja, Game-Based-Spiele sozusagen erstellen kann? Also Game, wie man sozusagen Spiele erstellen kann, mit denen man sozusagen dann arbeitet. Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte? Erfahrungswerte nicht. Und ich kenne ein Tool, was so 2D-Jump-and-Run-Spiele, was das möglich macht, die zu entwickeln. Da bin ich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil den Namen habe ich nun wirklich nicht parat. Das tut mir leid. Aber das zu dem Thema könnte ich noch mitgeben. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, es nachzurechnen. Nicht so richtig, ne? Ja. Doch? Okay, cool. Sehr gerne. Gut, dann ja, wie gesagt, nähern wir uns jetzt auch dem Ende. Vielen Dank an euch beide und an alle Teilnehmenden des heutigen Lern-Digital-Impulses. Wir freuen uns über Feedback, Input, gerne auch Themenwünsche. Kontaktmöglichkeiten dazu sind auf der Website des Kompetenzverbund unter www.lern.digital zu finden. Oder auch gerne über diese Website, das Forum Bildung Digitalisierung. Es war jetzt im Chat auch nochmal geschrieben, einige sind in den Zoom-Raum leider erst etwas später reingekommen. Wie gesagt, der Impuls wurde aufgezeichnet und ist also auch im Nachgang noch abrufbar. Und ja, zum Abschluss dann nur noch ein Veranstaltungshinweis. Kommenden Mittwoch, den 20. März, findet unser nächster Community Call statt zum Thema Transferansätze zwischen Wissenschaft und Praxis. Und auch da freuen wir uns über Interesse und zahlreiche Anmeldungen. Den Link dazu findet ihr auch ebenfalls im Chat. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, vielen Dank und allen einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Dankeschön ebenso. Danke, dass Sie da waren. Tschüss.